Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in der Beast of Winter Expansion, immer noch in Römerganz Reich. Immer noch. Oder bis jetzt in dem letzten Gebiet, was wir betreten können. Soll ich mal kurz gucken, wenn ich das Teil benutze, lande ich hier oben. Okay. Oh, haben wir die Kiste da eigentlich geplündert gehabt? Ja, ja, ich weiß, dass da ein Gegner ist. Nein, haben wir noch nicht geplündert. Okay. Der sieht uns zum Glück noch nicht. Oder an die Kiste kommen wir noch nicht ran. Schade. Ey. Hör auf, hier Selbstmord zu begehen, wenn wir mit dir reden wollen. Wie unhöflich. Oh. Falsche Reaktion. Yay. Fängt ja schon mal gut an. Fängt echt gut an. Ich muss das hier laden. Dankeschön. Da sind nämlich jede Menge Fallen, durch die ich getappt bin. Einfach durchgerannt bin, besser gesagt. Oh, Xoti hat ja auch schon zwei Wunden. Das heißt, die nächste, die übernächste Wunde würde sie töten. Also lassen wir Itwin mal vorgehen. Die sollte Fallen entdecken können. Hier ist eine, hier ist eine. Hier ist auch eine. Die kann ich leider nicht entschärfen und deswegen kann sie nicht sehen. Ärgerlich. Was haben wir, um ihre Wahrnehmung zu boosten? Für sein Intellekt, Gesundheit, nö. Gewährte der Zeit verloren. Der Zeit verloren, was macht das nochmal? Selbst Feindziel, unsichtbar, unangreifbar, betäubt. Hm. Ja, von mir aus, aber das hilft mir noch nicht ganz. Da hilft wohl wahrscheinlich wieder nur... Die Tataro Primen, wo ist mein Svef? Ernsthaft, wo ist mein Rieselschwamm? Oh, Rieselschwamm, den brauchen wir. Yes. Well. Well. Yes, certainly. Happily. Yeah. I'm here. Yeah. So, hier sind noch mehr Fallen. Also erstmal, solange der Rieselschwamm wirkt, die Fallen entdecken. Hm? Indeed. Something like ours. I'm here. A question, Watcher? Well, well.
Und da hoffe ich, dass das die letzten schwierigen Fallen sind. What's over there? Okay, alle wollte ich jetzt nicht auswählen, aber auch gut. Dann machen wir mal einen Quicksave sicherheitshalber. Ja gut, bevor wir gegen unseren großen Drachen kämpfen, muss ich eh rasten und kochen und so. Sieht wie das Tor aus. Wahrscheinlich muss ich das erst benutzen, um... ja. Das hier unten zu aktivieren. Kaminbett, Entschlossenheit, Frostrüstungswert. Schicke Axt. Ja, das Tor ist versiegelt. Der Weg zu den Antworten, die du suchst, bleibt dir versperrt. Oh, tägliche Löhne. Es ist mal wieder ein Tag rumgegangen. Aber so wie es aussieht, ist der Seelensammler alleine. Jedenfalls wirkt er alleine. Minus 20 Wille. Naja, Xoti, du kannst auch wieder auf deine Nahkampfwaffe zurückwechseln. Real quiet now. The shadow comes to muddy the light. Something I can do? Und ja, ich dachte es mir. Strangulierte Verurteilte kommen. So, und Xoti. Beschwör auch gleich mal was. Oh, du lässt Fenrir totstellen. Okay, Fenrir ist leider draufgegangen. Also benehmen wir ihn mal wieder. Nein, können wir nicht, weil wir nicht an ihn rankommen. Xoti, heil dich. Xoti, heil dich bitte richtig. Alof, mach das Ding mal schnell weg. Okay, danke. Geringe Gesundheit Verbündeter. Oh, unser geistiger Verbündeter hat kaum noch Gesundheit. Xoti, heil mal dich. Schöner Overkill. Und jetzt noch den letzten bitte loswerden. Danke. So, was hast du für eine schicke Axt? Ende des Eidbrechers. Streitaxt zweihändig. Durchschlagskraft, Genauigkeit. Kritischer Schadenbonus. Muss mit beiden Händen geführt werden, fügt aber mehr Schaden zu. Waage der Gerechtigkeit. Wird ein kritischer Treffer beim Feind erzielt, der leidet der 5 Reihen Schaden vor 3 Sekunden.
Dauer erhöht sich, wenn das Ziel Schaden zufügt. Puh. Palegina, du hast. Aha. Du wirst in Zukunft der Axt-Tanker. Oh, klingt ein bisschen brutal, aber ja. Gut, das heißt, wir haben noch die beiden Türen. Die wird mich wahrscheinlich hier oben auf dem Balkon führen. Das heißt, wir nehmen die als nächstes. An die Kiste kommen wir immer noch nicht ran. Auch wenn Itwin gerade einfach im Kreis läuft. Das heißt, im Kreis in komischen Runden läuft. Gut, das heißt, dadurch. Bringt uns jetzt erstmal in diesen Turm rein. Oh, wir können hier auch noch die Zeit manipulieren. Wahrscheinlich einen Weg zu der Truhe öffnen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die nächste Erinnerung an. We gather in the sight of Wotika and Wal to thresh truth from falsehood and see justice upheld. Wir haben uns unter den Blicken Wotikas und Wals versammelt, um die Wahrheit aus der Lüge zu dreschen und die Gerechtigkeit zu bewahren. Die Stimme scheint aus keiner bestimmten Richtung zu kommen, aber die Gestalt vor dir zeichnet das Bild eines laufenden Prozesses. Die Gestalten. The matter before this tribunal tonight. Apostasy. Die Angelegenheit, mit der sich das Tribunal heute beschäftigt, Apostasie. Dadurch wird wieder Wärme und sondert ein dickes Sekret ab. Das kommt mir definitiv bekannt vor. Deine Worte verstummen in der Luft, als hättest du sie in dein Kissen gesprochen. Keine der versammelten Erscheinungen reagiert auf sie. Also ich finde das witzig. Weißt du, wenn du den Leuten was zum Lachen geben willst, kommt es auf das richtige Timing und die richtige Ausführung an. Arbeite noch ein bisschen daran, irgendwas schaffst du es. Danke, Idea. Keine der versammelten Gestalten reagiert. Den zerbrochenen Dolch verwenden, um die Rolle der Angeklagten zu übernehmen. Das Relikt nutzen, um die Rolle der Inquisitorin einzunehmen. Nehmen wir mal erst das. Jetzt steht da auf einmal ich. Vor dir steht die Elfin, die du oben angefädelt vorgefunden hast. Sie ist blutverspiert und gefesselt. Ihr Blick richtet sich nach unten auf die Steine. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich funktionieren würde. Werft mir zu, ihr alle. Euer Glauben ist falsch. Lass die Gefangene frei. Sie hat sich keines Verbrechens schuldig gemacht. Du wirst beschuldigt, vom Glauben abgefallen zu sein. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich bearbe Schuld für viele Dinge. Aber in meinem Service to the Divine, I have never wavered. Never once. Ich trage die Schuld für viele Dinge, aber meine Dienste für die Göttlichen habe ich stets gewissenhaft vollführt. Nicht einmal habe ich gewankt. Nicht einmal habe ich gewankt. Ich bin offen für Vorschläge. Mir scheint, dass wir die Angeklagte des Verbrechens bezichtigen müssen. Fragt sie, wie sie für ihre Verbrechen büßen will, schreit einer der Zeugen. Ja, nehmen wir nochmal das. Habe ich das aus Versehen angewählt? Ja, okay. Was sagen die Zeugen? Ihre vielzähligen Sünden sind allesamt aufgezeichnet. Dass sie sie leugnet, erschwert ihre Schuld nur weiter. Ich habe nur die Götter gedient. Was ich für sie gemacht habe, die Sacrifice, die ich gemacht habe. Ich habe stets nur den Göttern gedient, was ich für sie getan habe, die Opfer, die ich gebracht habe. Liar! Lügnerin. Monster! Monster. Genug von dieser Scharade. Also angreifen, hört mir zu, ihr alle, euer Glauben ist falsch. Ich bin überzeugt, bestrafen wir sie. Ich bin nicht überzeugt, sie soll freigelassen werden. Die Zeugen können keine haltbaren Beweise vorzeigen. Die Inquisitorin wurde pervertiert.
Fangt sie, sie soll für unsere Sünden bezahlen. Die Szene schimmert und fällt um dich herum zusammen. Übrig bleibt nur ein posierendes Essenzfragment. Partikel der Überzeugung. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Ja gut, die Szene habe ich wohl verkackt. Ja. Das ist ein Questgegenstand. Ja, Partikel der Überzeugung. Habe ich schon zwei Stück. Was steht denn so? Die endlosen Befragungen, das wollte ich. Hatten wir das schon? Ich habe ein altes Reich mit riesigem Kupfer- und steinumhüllten Adrasäulen entdeckt. Eine Funktion von irgendwelchen Maschinen, die ich zuvor schon einmal gesehen hatte. Der Geist einer Frau, flackernd und schwach, steht gefesselt in der Nähe des Eingangs. Wenn ich den Sinn dieses Reiches erfassen will, muss ich einen Geist finden, der bereit ist, mit mir zu reden. Die in der Nähe des Eingangs gefesselte Frau könnte mir vielleicht weiterhelfen. Das hatte ich. Die missbrauchte Seele wurde hier von einem irgendwelchen Inquisitor eingesperrt. Sie glaubt, mich zu ihrem Peiniger führen zu können, aber nur, wenn ich die Teile ihrer Seele finde und die ihr genommen wurden. Ich soll die Gegner hinweisen, auf ihr Dilemma durchsuchen.